Also ich hoffe, dass es Redoc noch sehr lange wird geben. Das Redoc wird ein Leuchtturm sein bei den Hilfsorganisationen nach wie vor. Wichtig ist, dass innerhalb von Redoc ein guter Zusammenhalt besteht zwischen Zentralvorstand, den Kommissionen und der Basis. Und vor allem wünsche ich mir, dass das gute Einvernehmen zwischen der Regionalgruppe weiterhin bleibt bestehen. Dass wir es schaffen, in Zukunft Konkurrenzsituationen oder Konkurrenzdenken auszuschalten. Das ist ganz wichtig, dass man als Einheit sich präsentiert. Und dass Redoc auch bestrebt ist, weiterhin das Gesellschaftliche und Soziale vielleicht ein bisschen mehr zu pflegen als bis anhin. Das heisst, dass man vielleicht mehr Anlässe macht für die Mitglieder, die einmal nichts mit Übungsbetrieb oder Arbeit zu tun haben.